Das ist bisher meine ultimative Kampfmaschine. Der beste Brocken, den ich hatte, der ist super nice. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Cats. Ich bin aufgestiegen in die Steinliga. Ne, nicht in die Steinliga, das ist jetzt Bronzeliga, ne? Wir sind in der Bronzeliga Nummer 3, was innerhalb 4 Stunden, wie lange spiele ich das Spiel? 4 Stunden ungefähr. Passt schon, kriegen dazu eine legendäre Truhe und ich hoffe, ich bin in der Militärliga. Ich hoffe, ich bin in der Militärliga jetzt gelandet. Oh, wunderschön, eine legendäre Truhe. Jetzt kriege ich endlich einen vernünftigen Laser. Jetzt, jetzt. Oh wei, wahrscheinlich inzwischen ist er auch schon wieder scheiße. Holy shit, nochmal 4 Sterne und auf Titan. Ich glaube, ich brauche einen Titan und ich krieg noch einen Titan. Das läuft ja wie am Schnürchen, nur 4 Sterne Items. 100% auf Bora, aber 5 Sterne Düse. Holy shit, okay. Beste Ausbeute ever, ohne Scheiß. Das fängt gut an, das fängt verdammt gut an. Hätte das noch irgendwie 100% auf Titan gegeben, hätte ich das Ding sofort auf den Titan gepackt. Irgendwie oben dann, hätte ich einen 360 Titan. Oh, nochmal ein plus 1 Energie. Oh mein Gott, war das eine gute Ausbeute. Fast nur geil. 4 Sterne Items, 5 Sterne Items. Und ich rutsche auf in die Militärliga. Der Kung-Fu-Brocken hat auf Rang 9 das Ding gerockt. Und ich bin jetzt in der Militärliga. Wir kriegen somit noch eine Superkiste. Katada, Pyramide ist freigeschaltet. Sogar Rang 3 gewesen. Du hast bessere Teile freigeschaltet. Hätte das nicht als erstes kommen können und dann die legendäre Truhe? Spiel? Hättest du mir das nicht zuerst geben können, dass ich die Militärteile freischalte und dann... Okay, egal. Wir kriegen die Militärkiste. Beziehungsweise Superkiste. 3 Sterne Brocken, langweilig. 3 Sterne Flitzer, auch langweilig. Nicht so krass. Auch nicht so krass. Geht. Ist okay. Ein Heber, 0 auf 50. Yes, unser erster Militär. Guckt euch den Damage an. Guckt euch den Damage an. Schon das erste Militärteil hat so viel verdammt mehr Schaden. Das macht mehr Schaden als der Level 5 hier Laser, den ich bekommen habe. Oh, Baby, unser erstes Militärteil. Ah, oh, das ist cool. Und weil, wisst ihr auch, was ich das erste mit dem Militärteil dran packe? Beziehungsweise, was ich mit dem mache? Ich packe den an meinen Kung-Fu-Brocken dran. Ja, ganz genau, Leute. Ich packe ihn auf meinen Kung-Fu-Brocken dran. So, habe ich irgendwas hier für neue Skills? Ja, ich habe neue Skills freigeschaltet. Nice. Mehr Energie für Brocken, mehr HP, Knäufe oder mehr Damage. Bessere Werkzeugkästen mit zusätzlichem Angriff. Okay. Okay, okay. Sieht man das Gold? Ja, sieht man. Irgendwie sind die Leute ziemlich erpicht drauf, wie viel Gold man hat. Ich habe verdammt viel Gold. Warte. So. Ich habe verdammt viel Gold, weil ich sehr selten Matches überspringe. Ich überspringe nicht so viele Matches, bis ich 5 Sterne Kettensäge. Alter, einmal hochrutschen bringt so viel verdammt gute Teile. Nochmal eine Düse. Nochmal ein Laser 130er. Nicht ganz so krass. Ein ganz netter Reifen. Und nochmal Energiewerkzeug. Irgendwann verbrauche ich die. Irgendwann verbrauche ich die. Dann baue ich mir so einen genialen Wagen, der voll mit gepackt ist mit Energie. Oh, unsere erste Pyramide. Nicht aus Militär, aber ja, ja, probieren wir auch gleich aus. Okay, bin hyped, bin hyped. Neue Teile, neue Wagen, neue Liga, neuer Cup, neue Meisterschaft, neue was auch immer. Alles ist neu. Und unsere neue Kettensäge vor allen Dingen. Come on. Reifen, Walze, auch ganz okay. Surfer, Durchschnitt, Durchschnitt. Ist okay. Ist jetzt keine krasse Ausbeute. Alright, hab das Spiel schon wieder 3 Tage lang nicht gespielt. Finde ich gut. Und mal gucken, ob der Laser es reißen kann. One Shot. Ich hab sowas von richtig gewettet. Ich hab sowas von richtig gewettet. Der hat das Ding geone-shottet. Einfach mal so. Okay. Okay, ich glaube, das ist ziemlich klar, oder? Also, wenn der Heber es schafft, das Ding schnell genug hochzuheben, ist der, gewinnt der Linke. Wenn der Laser schnell genug aber den ausschießen kann, ist der Linke geone-shottet. Versuchen wir es mit rechts. Okay, irgendein Raketenwerfer. Ach, packen wir gleich 3 Stück rein. Packen wir gleich 3 Stück rein, dann sind die besser. Zack. Alright, alright. Wir kriegen nochmal eine Wette drauf. Dauert noch eine Stunde, ist egal. Okay, wir haben 30 neue Teile. Wir haben verdammt viele Stickers. Wir haben eine neue Pyramide und vor allen Dingen eine neue Säge. Wir haben eine neue Säge. Eine Militärsäge, die so geil ist, dass sie gleich noch 30% stärker ist auf einer Pyramide, die wir auch gleich noch testen. So, warte mal. Ich muss gleich gerade euch angucken. 142 und 8 und 40 und 4. Ganz klar, was man austauscht, oder? Schon instant ist dieser Brocken so viel stärker. Das ist so krass. Das ist so krass. Okay, kriegen wir das Ding hier noch ausgetauscht? Nein, höchstens nur, wenn ich einen Titan nehme. Schade, ich bräuchte noch einen Titan. Ich habe noch ein paar Reifen gute bekommen. Surfer. Surfer, Surfer, Surfer. Brocken hier mit 20%. Könnte man machen. Oder ein paar Flitzer sind auch ganz gut. Aber ich möchte eine gute Walze haben. Zack. Okay, die sind fast gleich, identisch, ne?
Doch, der bringt mehr. Versuchen wir es erstmal mit Reifen. Versuchen wir mal mit dem Reifen, der 20% Brocken gibt. Das wird ein nices Ding. Zack. Und dann noch unseren besten mit 200 HP. Ja, mit 200 HP. Gibt zwar nur auf Surfer was, aber egal. Okay, Kung Fu Brocken Part 2. Come on, Kung Fu Brocken. Zeig mir, was du drauf hast. Bams. Alter, die Kettensägen machen so guten Schaden. Die machen so guten Schaden. Schon unser erster Win. Diese Militärsäge ist so phänomenal geil. Zack, aber ich sehe schon den Damage, die der Gegner hat. Guckt euch das an, was er... Nein! Ich habe so viel verdammt Schaden gemacht. Ich hätte... Wer gewinnt als Erster? Ich verliere als Erster. Schade. Schade. Ich habe so viel Schaden machen können. Wundert mich ein bisschen. Okay, zerfetzt. Natürlich hat der Gegner auch gute Items. Außer der. Außer der. Nee, der hat verdammt viel HP. Der hat verdammt viel HP. 3000. Holy shit. Oh, wir treffen die ersten Militärfuzis. Wir treffen die ersten Militärteile. Und der ist gar nicht so stark. Come on. Yes. Unsere neue Säge ist so geil. 250 Damage. Alter, der Sing wird mein Liebling. Ah, der Kung Fu Brocken, der hat noch ein bisschen Probleme, auf die Reifen zu landen. Deswegen habe ich die Walzen benutzt. Mit den Walzen hat er anscheinend ein besseres Gewicht. Bessere Gewichtsverteilung und kann deshalb besser landen. Zack. Der kippt um, weil er rechts anstoßt. Okay, wir nehmen erstmal unsere zwei Wins hin. Nehmen wir erstmal hin und wir probieren jetzt einfach mal die Walzen aus. Walz, 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 Walz besser ist. So. So. Gott, ich habe immer noch zu viele Items. Ich habe immer noch zu viele Items. Weg. 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 So. Okay, sieht schon besser aus. Zack, Walze, Walze. Was? Ist die Walze besser? Nee, ist nicht. Okay, mit der Walzen ist er öfters auf den Füßen gelandet. Den fand ich echt gar nicht mal so schlecht. Aber fliegt auch ein bisschen mehr. Yes! Nein, 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 nein. Bleib stehen. Sehr schön. Er hat sich noch schön von der Wand weggedrückt. Okay. Schon mal ein Win. Nice Ding. Bold Huis heißt er. Den kriegen wir umgekippt. Awesome. Kung Fu Brocken hat's einfach drauf. Der hat's einfach drauf. Und ich habe noch eine bessere Düse, die ich gar nicht draufgepackt habe. Okay, erstmal 360 gemacht. Erstmal gezeigt, den Tanz meiner Leute gezeigt. Das war super. Zack, auf die andere Seite. Erstmal ein bisschen nach links driften. Finde ich gut. So, ich mache verdammt viel Schaden. Meine neue Säge ist einfach geil. Die ist einfach geil. Unser erster Militärteil und die macht... wahrscheinlich ist das kein krasser Damage. Ah, das ist so aim. Das ist aim. Das ist so lame. Es ist so lame, dass er rechts anstoßt und dann auf einmal umkippt. So, oben drüber bitte. Kung Fu Brocken. Awesome. Awesome. So, ein bisschen nach links rutschen bitte. Okay, aber das schaffen wir. Schaffen wir. Der Damage-Output ist schön. Ist schön. Okay, noch ein Win. Dreifacher Laser. Sehr schön. Kung Fu Brocken hat das Ding einfach umgekippt. Oh, der Wagen ist super. Ich habe so phänomenal schlechte Werte im Vergleich zu den Gegnern. Aber einfach, weil er so rumfliegt, ist das schon geiler. Der ist einfach geiler, nur weil er rumfliegt. So, schneller, schneller, schneller. Yes, yes. Das ist, läuft gut, das läuft gut. Alter, ist das ein starker Raketenwerfer. Holy shit. Bleib, nein, Kung Fu Brocken, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib. Ah, wäre da stehen geblieben, wäre es... Wow, ich liebe es, ich liebe es. Es sieht nicht nur stylisch aus und es funktioniert auch irgendwo noch halbwegs. Das ist nice. Alright, alright, aber das verrecke ich, ne? Damage reicht nicht, das schubst mich rein. Aber hey, wir haben schon 6 Wins. Zack, erstmal ein Überflug. Und nach hinten ein bisschen. Hab ich genug Output, Damage Output? Schade, 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 schade. Knapp, knapp. Und der hat sich gerade fast umkippen lassen, ey. 1000 Damage, ey. Was hat der für krasse Segen? Okay, zack, zack. Schade, schade, auch schade. Okay, aber Kung Fu Brocken, super nice Ding. Okay, Tico hatten wir schon. Das sind jetzt nur noch Gegner, die wir gewonnen haben. Wir kommen damit auf Platz 5 und müssen nur noch 8 Stunden verteidigen. Damit, dann rutschen wir hoch. Dann rutsche ich jetzt schon in Liga 12 hoch. Das wäre super. Das wäre super. So, ich habe noch irgendwo eine Düse, die ganz gut ist, war oder ist, sollte, wahr sein, sollte. 100% auf Bora. Ach, schade, aber... Ach, come on. Okay. Das erste Mal, dass ich einen Energiekasten verwende. Im Prinzip geben die immer plus 1, ne? Kann man die upgraden? Nee. Im Prinzip geben die immer plus 1, egal ob die jetzt Liga 5 sind oder was auch immer. Oh, das hilft. Das hilft. Das hilft total. Das ist super. 12 HP ist super. 50 HP auch. Alter, das ist so nutzlos. Okay, wir verschwenden einen einzigen Energiekasten. Einfach damit wir die Düse dran packen können. Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen, vermute ich mal. Ne? Ich glaube, das wird nicht super viel bringen.
Die bringt aber satte 300 HP und 100% auf Bohrer. Hätte ich jetzt noch einen guten Bohrer? Könnte ich sogar... Nee, bringt nichts. Bei den Kung-Fu-Brocken geht es halt darum, dass du über die Gegner fliegst und irgendwo landest, aber der Bohrer müsste geradeaus fliegen. So zum Beispiel, sowas hier, ne? Zack. Aber die größere HP-Anzahl bringt mir nichts. Der bringt mir nichts, weil die meisten Gegner einfach super viel Damage haben. Ich gewinne entweder durch Luck, weil der Gegner irgendwie falsch landet oder ich richtig lande. Yes! Ah. Ich weiß nicht, warum das jetzt anders lief als bei der Runde vorher. Zack, aber die Düse scheint anders zu funktionieren. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Zack, okay, 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 okay. Phänomenal, phänomenal, phänomenal. Wir sind auf den Reifen gelandet. Die Düse scheint wirklich anders zu funktionieren, oder? Die boostet anders. Ich fliege ein bisschen anders. Also eigentlich müsste das ja 1:1 die gleiche Funktionsweise sein im Vergleich zu den letzten Matches jetzt. Yes! Oh! Ich hatte kurz Herzstillstand. Ich musste zugucken, live zugucken, wie mein Brocken langsam den Tod entgegenguckt. Aber es hat funktioniert. Alright. Alright, aber das funktioniert nicht. Schade. Oh, aber minimal. Minimal. Oh, Baby, ich bin jetzt schon auf Platz 2 oder was? Platz 2 mit Kung-Fu-Brocken. Unser erstes Militärteil und wir rasieren hier einfach ab. Finde ich super. Finde ich gut. Okay. Ah, den schaffen wir locker. Den schaffen wir locker. Ja, einfach mal anspringen, ne? Zack. Oh, ich finde diese Militärteile sehen auch cool aus. Die grüne Farbe hat einfach irgendwas Besonderes, ne? Das hat was Besonderes, was Exklusives. So. Schaffen wir den? Schaffen wir. Schaffen wir. Der hat nur einen 300er Raketenwerfer. Unser Brocken muss einmal nur auf die rechte Seite und schon gewinnen wir. Komfortbrocken. OP. Ich liebe den Wagen. Ich liebe den Wagen. Wir kriegen unsere eine Krone und 40 Katzenpunkte. So, eine Holzkiste oben drauf. Ich bräuchte eine Superkiste mit Kronen. Zwei Segen, 400 oder 400 Damage und ja, ich habe mehr HP, ne? Ich probiere mein Glück. Yes! Das war das Kettensegen-Fight des Jahrhunderts. Ohne Shit. Okay, 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 okay. Okay. Und vor allen Dingen, danke Leute für die ganzen Tipps, die ihr mir in den Videos gibt. Zum Beispiel habt ihr mir gesagt, dass die Truhen, die großen Truhen, diese Supertruhe, Riesentruhe, ich nenne die Super-Duper-Truhe jetzt mal, haben wir schon unsere ersten Eigennamen, dass man die nicht aus Kämpfen bekommen kann. Also man kriegt keinen Luck, dass die auf einmal droppt, wie die Super-Magie-Truhe bei Clash Royale. Ich meine, die hier. Die hier. Die droppt nicht zufällig, man muss die kaufen. Oder man kauft zweimal die hier, dann kriegt man 24 legendäre Teile. Hier kriegt man 24 Super-Teile. Nee, bei beiden kriegt... Nee. Die ist schon ganz okay, ne? Ich werde irgendwann wahrscheinlich Geld investieren. Irgendwann. Aber ihr kennt mich. Ich versuche schon wirklich Free-to-Play meistens zu bleiben. Oder beziehungsweise recht wenig Geld auszugeben. Aber natürlich will ich euch natürlich auch Chest-Openings bieten irgendwann. Aber meistens lohnen sich Chest-Openings vielleicht erst hier ab Level 14, Level 15. Komme ich so, wenn ich jetzt pro Woche eine Stunde spiele oder so, dann komme ich da vielleicht in ein paar Tagen hin. Egal, wir rutschen noch ein bisschen Arena. Wir machen noch ein bisschen Arena. Auch das schaffen wir locker. Locker, flocker, mal locker. So. Zack, Kung-Fu-Brocken ist nice. Und die Pyramide wollten wir auch noch testen. Alter, wir haben hier ein straffes Programm. Wir haben ein super straffes Programm. Aber ihr seht, wie stark dieser Kung-Fu-Brocken ist, ne? Ich meine, volle Empfehlung, Leute. Alter, ist das geil. Oh, nein, 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 nein. Rutsch nach hinten, rutsch nach hinten. Oh! Kung-Fu-Brocken kann selbst auf dem Rücken noch seinen Tanz ausführen. Oh, das war schön, dass er sich nochmal weggedrückt hat. Finde ich gut, finde ich gut. Okay, jetzt will ich aber noch 10 Wins haben. Ich will 10 Wins haben, der hat ein... Oh, der ist stark, der ist stark. Ne, lassen wir mal. Der hat eine Pyramide. Okay, mal gucken, was mit der passiert. Das erste Mal, dass ich gegen eine Pyramide kämpfe. Oh, das war easy. Eine Glanzleistung vom Kung-Fu-Brocken landet auf die Räder und funktioniert einfach perfekt. Es ist phänomenal, wie gut dieser Kung-Fu-Brocken funktioniert, oder? Er landet, nein, beziehungsweise er hat schlechte Werte, sprich, die Damage ist gar nicht so hoch. Und ich habe jetzt schon 2 Kronen. Oh, das ist phänomenal. Okay, aber meine Kisten sind voll. Ich will jetzt noch kurz den... Schade, dass man die Wagen nicht abspeichern kann. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße, dass man die nicht abspeichern kann. Okay, verkaufen. Mist. Mist. Da ist die Pyramide. Die Werte sind nicht wirklich besonders. Das ist jetzt nichts Krasses, ne? Das Einzige, was besonders ist, dass unsere Kreissäge, die wir bekommen haben, 30% auf Pyramide hat, ne? Das ist ja das Schöne an dem Ding. Da, 30% nochmal auf Pyramide. Das ist krass. Macht alleine jetzt schon 300 Damage. Aber das Problem ist nun mal, der hat wirklich wenig, sag ich mal, Dingens hier. Aber ich müsste bestimmt noch irgendwo einen Bohrer haben, ne? Egal, wir versuchen es mit doppelter Kreissäge nochmal. Oh, der Damage ist aber nice, ne? Die 30%, die machen's.
Aber das Problem bei der Pyramide ist, der ist anders als der Kung-Fu-Brocken. Das heißt, wenn der kann nicht fliegen, der muss seine Gegner schneller kaputt machen als die ihn. Und dafür ist seine HP leider zu niedrig. Zu niedrig. Da kriegst du nichts gerissen. Während der Kung-Fu-Brocken über die Gegner hinwegfliegt und so Damage macht, ist die Pyramide halt darauf angewiesen, frontal anzugreifen. Und das ist halt schlecht. Schlecht. Vielleicht sollte ich kleine Reifen dran packen, aber ich finde, das sieht geil aus. Das sieht super geil aus. Dieser riesen fette Reifen hinten, das sieht so phänomenal aus. Ich liebe den. Ja, aber wie ihr seht, er reißt null. Er reißt null. Während der Kung-Fu-Brocken hinter die Gegner springt und von dort den Schaden macht, ist die Pyramide halt einfach angewiesen, frontal anzugreifen. Und dafür musst du halt sehr viel HP haben, sodass der Gegner nicht angreifen kann. Aber wir machen einfach noch aus Spaß ein paar Walzen dran hier. Zack, beziehungsweise Knaufe. Die Theorie ist, dass der Gegner vielleicht die Rampe hier so hochfährt. Aber ich habe jetzt noch weniger HP. Das ist krass. Das ist krass. Nein, aber der Brocken ist bisher... Der Brocken, nee, wie hier. Doch, unser Komfortbrocken ist bisher das Beste, was man echt kreieren kann. Für Liga 9, Liga 10, Liga 11 vielleicht sogar auch. OP-Ding, OP-Ding. Vielleicht hatte ich auch endlich mal Glück mit der Waffe. Ich finde die Waffe jetzt nicht super krass stark. Ich glaube, ich habe schon bessere Segen gesehen. Aber ist schon mal auch okay. Ich finde das echt okay. Also das ist endlich mal eine Waffe, die es für mich lohnt. So, zurück zu unserem Kung-Fu-Brocken. Das ist bisher meine ultimative Kampfmaschine. Der beste Brocken, den ich hatte, der ist super nice. Und ich rutsche somit auch schon fast auf Liga 11 hoch durch diese Folge. So, ich will noch ein paar Stickers draufpacken. Die guten Wagen kriegen bei mir immer Stickers. Zack. Schade nur, dass man so wenig Fläche hat und der eigentlich alles verliert. Wir kriegen noch eine Bowlingkugel irgendwo drauf, einen Schlagring, einen Roboter und schon ist der Segen vollgepackt. Alright, ich hoffe, euch hat diese legendäre Truhe gefallen, euch die super Truhe gefallen. Erste Militärteile, die Meisterschaft rutschen wir hoch, Liga rutschen wir hoch. Das ist die vollgepackteste Folge, die es gibt und 10 Wins haben wir auch noch geholt. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Hier rechts auf die zwei Kasten klicken, dort auch noch weitere Videos auf und gebt mehr Flosse. Flop.